Hi, ich bin Sebastian, auch Musiker, wie wahrscheinlich viele hier, auch in einer Band tätig. Wir spielen Spartenmusik pur. Wir kommen so aus dem Bereich ja, Death Metal und das dann auch noch ein bisschen verfrickelt für manche, mit Liedern bis 10 Minuten, keine Seltenheit. Und ja, auch wir sind seit Jahren aktiv unterwegs. Und ich wollte heute mit euch als Abschluss über Patreon sprechen, denn nachdem wir mit dem Crowdfunding durch sind und ein Projekt gefördert haben, stehen wir trotzdem vor dem Problem, dass es ja das nächste Projekt gibt und so weiter und so fort. Oder beziehungsweise bei uns war die Sache, dass es prinzipiell zumindest um einen aus der Band ging, nämlich den Bandchef. Das bin nicht ich, sondern das ist mein geschätzter Kollege der Andy, der macht das auch schon seit ganz vielen Jahren, dass es darum ging, ihn zu finanzieren. So, zumindest, dass er das Fulltime machen kann, weil alles andere geht ab einem gewissen Alter tatsächlich sehr schwierig. Ne? Da haben wir ja vorhin Lars schon drüber gesprochen, da kommt Familie plötzlich ins Spiel und dann kann ich nicht mal schnell sagen, hey, ich gehe am Tag arbeiten und dann am Abend setze ich mich hin und schreibe richtig schöne Lieder. Nein, da wollen erstmal die Kinder bespaßt werden. Ne? Also das funktioniert nicht. So, ganz kurz, ich will das hier nicht weiter ausbreiten, aber das ist vielleicht im Kontext nicht ganz unwichtig. Wie schon gesagt, wir sind Nische. Und das funktioniert für uns, vielleicht auch für den einen oder anderen, aber vielleicht auch nicht für jeden. Ja? So, also, Disillusion sind hornalt, bei Andy ist mittlerweile auch schon, glaube ich, 43, 44. Also, wir sind im Durchschnitt ungefähr so Mitte 30. Und ja, dies gibt es halt in der Ursprungsform schon seit 94. Es ist irgendwie Metal, das kann man sich auch merken. Dann früher gab es auch die klassischen Wege. Also es war früher als Band ja immer das Ziel, dass man sich sagt, ja hier, ich gehe zum Label und wenn ich es dann beim Label geschafft habe, dann geht alles von ganz allein oder zumindest geht es dann nach vorn. Funktioniert früher, ist heute nach wie vor schwieriger, aber damals war es noch ein ganz guter Startpunkt. Wir hatten richtig Glück, beziehungsweise Disillusion damals. Ich bin erst seit 2010 dabei, deswegen berichte ich auch immer ein bisschen aus der Distanz. So, jedenfalls gab es dann die bei Metal Blade. Metal Blade, voll cooles Label aus Amerika, richtig groß. Und dann ging es richtig los. Dann hatten wir 2004, ich nenne es mal, ein Hit-Album. Warum? Weil ihr kennt das, wenn Leute irgendwie mal in Popbands einen coolen Song geschrieben haben und ihr Leben lang darauf festgenagelt werden. So ungefähr ging das Andy mit Battlefront of Splendor. Das ist in der Szene eingeschlagen. Und ging, also die Fans in der Szene lieben es halt noch heute. Und das ist natürlich ein großer Vorteil und das ist natürlich auch unser Kapital in dem Moment, aus dem wir dann später schöpfen konnten. So, danach kam dann noch ein anderes Album, Gloria, das wurde aber sehr kontrovers aufgenommen, weil es was komplett anderes war. Ja, danach gab es erstmal, haben wir noch viel live gespielt, ich kam 2010 dazu, erstmal auch nur als Gitarrist zur Unterstützung. Und ja, dann wurde es aber konsequent ruhiger. Auch der Deal mit Metal Blade ging dann langsam so, ist eingeschlafen. 2016 war dann irgendwie die Idee, aus Gründen sich zurückzumelden. Da haben wir eine Single aufgenommen und damit ging dann eigentlich schon die Frage los, verflucht, wie finanzieren wir das Ganze? So, weil Andy hatte das alles schon mal durch, mit nachmittags in der Pizzeria arbeiten und dann abends irgendwie im Studio was aufnehmen. Also seine Anfang 20er sahen genauso aus. Ne, dass man irgendwie, oder hat dann auch sich ein kleines Studio aufgebaut, auch mit Recordings, aber es ist alles nur Leben von der Hand in den Mund. So, Andy mittlerweile mit Familie, arbeitet als Produzent, auch Fulltime, aber hat gleich gesagt, ich kann nicht tagsüber Produktion machen und dann abends noch irgendwie mit was anderem weiterschreiben. Weil alle wollten ein neues Album haben von den Fans, die schon da waren. Das ist ja der Vorteil, ne, das muss man gar sagen. Es gibt ja eine Fanbase, die ist weltweit und die ist nach wie vor Nische. Aber sie ist vor allem treu. Das ist das Gute an Metal-Fans. Also ich fühle mich in meiner Szene dahingehend sehr wohl, dass sie irgendwie, man kann nur einmal irgendwie die Leute vom Herzen begeistert hat, die bleiben einem treu. Und das ist sehr schön. Also viele unserer Metal-Heads, die mit uns sind, die sind natürlich auch erst Mitte 30. Job, Ingenieur, Arzt, was weiß ich. Ne? So, und ja, bei uns, kann jetzt gleich, ja okay, das machen wir gleich, war es halt die Sache, wie können wir das Ganze finanzieren? Crowdfunding stand am Anfang zur Debatte, aber bei Crowdfunding war unser Grundproblem, dass man das Geld erst am Ende kriegt der Kampagne. So, was ist das Problem von Andy, der nun mal hier als Hauptsongwriter ist? Der Rest der Band finanziert sich selbst oder hat irgendwie Jobs und macht das halt
geht es halt dem Hobby nach. Ne? Das ist ein sehr intensives Hobby, also sobald man das halt professionell macht, war es das mit der Freizeit. So, jedenfalls war hier die Frage, wie können wir das lösen? Crowdfunding, wie schon gesagt, kommt das Geld erst am Ende, aber wenn ich monatlich Geld brauche, allein für Songwriting, es ist nicht so irgendwie, dass wir das Ganze in 4 Wochen abessen können. Splendor hat ein Jahr gebraucht für die Entstehung, allein das ganze Konzeptwriting, Songwriting und dann ist die Künstler durch und durch. Das bedeutet, es wird auch manchmal kompliziert. So, und dann geht man 3 Schritte vor und 10 zurück, um dann nochmal 6 in die andere zu gehen. So, und diese Freiheit, in dem Moment, wo ich die dem Ganzen nehme, weil ich den Druck habe, dass ich in einer Woche fertig sein muss oder in einem Monat, komme ich ja auf ein Problem. So, hier ging es also darum, die Frage, okay, wie können wir hier ein beständiges Einkommen irgendwie generieren? So, und ja, dann kam noch dieser Ernüchterungseffekt nach Alea, das war halt so eine Single, auch 10-Minuten-Song typisch. Ist auch bei den Fans wieder gut angekommen, alle haben sich gefreut, aber die Einnahmen, die daraus gekommen sind, die waren eher überschaubar. Also sprich, waren wir noch in der analogen Welt, sprich, ich weiß, wir haben von der Splendor irgendwie, von Splendor und Gloria zusammen sind wir bei 30.000 Alben, die noch weggingen. Das ist eine coole Sache, hat uns auch gefreut. Übers Label blieb dann nicht so viel übrig, das ist auch so ein Klassiker. Aber jedenfalls denkt man dann, okay, jetzt gehen wir mit Alea her, guck mal, was da noch geht. Ich glaube, alle haben sich so nett angehört und waren happy. Und wir sind, glaube ich, im hohen dreistelligen oder allenfalls im Anfang 4-stelligen Bereich, ich habe schon gar nicht mehr nachgefragt. Also Fazit ist, davon ging sehr viel weniger weg. Und demzufolge war dann halt auch überhaupt die Einnahmen, ja, die haben nichts gedeckt, die haben die Zeit nicht gedeckt, dass wir im Studio waren. Die haben eigentlich nur dazu geführt, dass man im Zweifel irgendwie Schulden hatte. So, und das ist immer so ein Leid, was man gerne durchsprechen möchte. Okay. So, und ich habe jetzt hier eine Sache. Fazit ist, wir haben es dann mit dem Label, wir haben dann über Patreon, über was ich jetzt gleich näher sprechen wollte, haben wir es dann gemanagt bekommen, weil Patreon im Gegensatz zu den ganzen klassischen Crowdfundings gibt die Möglichkeit, monatliches Einkommen zu generieren. So, von den Fans. Es geht nicht mehr darum, für ein Projekt, das kann ich auch machen, die Möglichkeit gibt mir Patreon, aber es geht noch einen Schritt weiter, denn sie sagen, hey, also ich kann angeben, ich möchte das Ganze monatlich machen. So, das kamen dann auch gute Beträge zusammen, die dazu führten, dass wir jetzt halt, dass wir einerseits das Album dann fertig machen konnten, wir konnten einen neuen Label-Deal abschließen und jetzt kommt halt nächste Woche das Record Release Party im Werk 2, kommt das neue Album. So, toll, schön. Gucken wir uns, wie wir dazu gekommen sind. Das sind jetzt die Punkte, um mal bei der Präsentation zu bleiben. Crowdfunding ist für alle, die ein großes, eher einmaliges Projekt stemmen, für das mehr Kapital notwendig als da ist. So, dafür ja, Start Next. Ihr seht, wir haben uns nicht abgesprochen. Ich bringe gewisse Sachen nochmal. Das habe ich noch Indiegogo und Kickstarter, dann die großen. So, hier ist halt bei uns das Ding, es braucht regelmäßiges Einkommen, überhaupt etwas stemmen zu können, beziehungsweise wiederkehrenden Output. Folgende Sache, ihr könnt ja mal die Milchmädchenrechnung machen. Wenn ihr im Jahr, stellt euch vor, ihr seid eine Band. Und jeder von euch ist wirklich, ihr wollt nicht reich werden, ihr wollt nur überleben. Ne? Wir müssen über Geld reden, über alles andere. Wir wollen zwar gerne Musik machen, aber wir wollen uns auch ernähren und wollen im Endeffekt auch irgendwie klarkommen über den Tag. Ja, jetzt rechnen wir einfach mal durch. Angenommen, ihr seid als Musiker, ihr seid selbstständig. Das heißt, wenn ihr im Monat, sagen wir mal, gehen wir mal optimistisch von 2.000 Euro aus, so, das wäre viel, aber ihr müsst auch Steuern zahlen, Krankenversicherung, ihr seid alle keine Studenten mehr, irgendwann hört das nämlich alles auf und dann wird plötzlich, soweit ich dann mal, gehen wir von 1.500 aus, auch noch möglich, aber es bleibt nicht mehr viel übrig. So, das Ganze rechne ich jetzt mal 12 pro Monat, so, und dann gehe ich davon aus, dass jeder Musiker also alleine für sich irgendwie, sag mal, ich rechne jetzt ganz klein, sind wir bei 15.000 bis 20.000 Euro, dann bleibt auch wirklich im Nettobereich bei euch nicht mehr viel, so. Also okay, wir machen das für die Leidenschaft, wir wollen das. Und trotzdem, wenn ich jetzt 5 Musiker habe, müsste ich im Jahr dann also mit einer Band 80.000 Euro Gewinn machen. So, und wenn ich jetzt überlege, das ist gar nicht so einfach. Also bloß mal an diese Zahl durchzurechnen. Okay, also gucken wir jetzt mit Crowdfunding, wie kann ich mir Hilfe von außen holen? So, und da gibt es halt 2 ganz große Patreon, von denen haben wir dann irgendwie tatsächlich 2017 gehört. Steady ist so ein deutscher Ableger davon. Ich habe ihn selber nicht ausprobiert, möchte ihn aber trotzdem in die Runde werfen, weil wenn ihr sowas vorhabt und ihr könnt das auch von klein auf starten, weil das läuft ja permanent und können Leute dazukommen, Steady hat gewisse Vorteile. Kommen wir später darauf zu sprechen, was der große Nachteil bei Patreon ist. Gut, okay.
Dann haben wir uns auch dort umgeschaut und sind tatsächlich auf eine Band gestoßen, die auch so eine Nischenmusik macht wie wir. Neobliviscalis heißen die. Und waren dann erstmal erstaunt. Es ist leider ein bisschen unscharf, ne? Ich gehe mal beiseite, weil ihr könnt es gar nicht sehen. Da steht da plötzlich, dass die pro Monat $10,000 einnehmen. Die haben 1000 Patrons und haben dann halt die Kampagne gestartet. Und das geht auch mit einem ganz emotionalen Video los, also sprich das, was ihr ja auch gemacht habt. Man, es ist wichtig, als Musiker zu präsentieren, glaube ich, oder sich zu präsentieren, dass das, was man will, authentisch ist und dass es da draußen im Musikbiss auch tatsächlich Probleme gibt, die im Endeffekt dieser Grundwahrnehmung, hey, ihr seid doch Musiker, ihr seid doch auf YouTube, ihr habt doch übelste Einnahmen, dass das halt alles nicht real ist, ne? Und dass man das halt den Leuten erklärt. Hat er hier, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Die haben auch schon eine Fanbase, die waren auch weltweit aktiv, aber haben halt vor allem gesagt, Leute, wir spielen hier auf Festivals, wir spielen irgendwie, sind auch hier und da Headliner, alles total cool. Aus der letzten Tour hatten wir $20,000 Verlust mit rausgenommen. Zudem mein Chef, der war irgendwie, ich glaube, der ist Geiger, der ist irgendwie, der kann mir nicht ein halbes Jahr freigeben, weil ich auf Tour bin. So, demzufolge habe ich dann auch irgendwann keinen Job mehr. Willkommen in der Realität. Ne? So, und deren Ziel war es, glaube ich, für jeden Musiker, den die in der Band hatten, die hatten, glaube ich, $15,000 als Ziel, für jeden Musiker irgendwie diesen australischen Mindestlohn rauszubekommen. Das war alles. So, und ich glaube, das haben die hier nicht ganz geschafft, aber damit lässt sich zumindest arbeiten. So, also mit 10.000 pro Monat, das klingt total mächtig, ne? Aber stellt euch vor, ihr seid eine Band auf Tour, ihr habt so massiv viele Kosten, das haben wir vorhin schon mitgesehen, vor allem mit der Hälfte rechnet man am Anfang gar nicht. Und das muss halt irgendwie alles mit einkalkuliert werden. Gut, also, es gibt halt die, es gibt auch noch hinreichend weiter. Patreon ist so groß und es bietet so viel an. Also wir haben, ich weiß nicht, ob ihr kurz gesagt schon mal bei YouTube gesehen habt, das ist so ein Wissenskanal. Ne? Die finanzieren sich hier rüber. Es gibt andere, was, das ist hier eine Mathematik-Sendung, auch bei YouTube. Also ganz viele YouTuber finanzieren sich darüber. Und wenn ihr auf die Seite geht, patreon.com, ihr findet ein riesengroßes Repertoire und das geht in alle Sparten. So, und damit auch gleich, es müssen nicht nur große sein, es gibt da auch ganz viele kleine. Ja? So, und das Schöne ist halt wirklich der grundlegende Unterschied, es geht hier um monatliche Förderung. Ja? Also, selbst wenn am Anfang da nur 100 Euro reinkommen, ja, dann sind es halt 100, aber ich habe halt 100 Euro Ergänzungen, die ich erstmal zur Seite legen kann. Ja? So sah es dann bei uns aus, wir haben das Ding gestartet. Genau das gleiche wie ihr gemacht, wir haben ein Video gemacht, Andy hat sich hingesetzt, da hinten lief die Geige von Back to Time for Splendor, alle Fans waren sofort happy und ich glaube nach 2 Tagen hatten wir den Betrag zusammen. So, der dann pro Monat lief. Dann haben wir natürlich uns wieder selbst überschätzt und haben gesagt, ey, wir machen das in dem Jahr, das war 2017 glaube ich, wir machen das in dem Jahr, schreiben das Album runter. Nach einem Jahr wurde ich dann langsam hippelig, Andy, wir sind ja noch nicht so weit. Und da hatte ich dann schon Sorgen, dass uns irgendwie abspringt. Tatsächlich haben sie auch noch ein zweites Jahr mitgemacht. Also die Patrons haben weiterhin finanziert. Und jetzt haben wir es umgewandelt, weil wir auch festgestellt haben, schön, jetzt haben wir das Album, aber es geht halt trotzdem nicht, weil jetzt haben wir auch noch keine Einnahmen, weil die Albenverkäufe, die kommen erst später, werden eh nicht so hoch sein. Man macht mit Musik heutzutage, ich glaube, wir haben pro verkauften Album, nehmen wir 1 oder 2 Euro ein. So, das kann man sich ausrechnen. Selbst wenn wir jetzt, sagen wir mal, 1000, 2000 Alben verkaufen, cool, 4000 Euro. Klingt erstmal für den Moment total viel. Aber das letzte Video hat leider schon 2000 gekostet. So, also die Realität holt einen ganz schnell ein, dass man damit nicht reich wird. So, und das haben auch unsere Fans hier verstanden. So, und deswegen ja erstmal, das ist jetzt der Outcome, das war 2017. Jetzt ist es ein bisschen zurückgegangen, nachdem wir das Ganze umgestellt haben. Und jetzt ist es so, dass wir, glaube ich, im Monat noch $2000 haben. Klingt total toll, ne? $2000 für Andy zum Leben. Das sind erstens Dollar. Das heißt, wir müssen noch einen Euro umrechnen. Und das muss auch geschickt, also muss auch, wie heißt es, konvertiert? Umgetauscht. Umgetauscht, ja. Das heißt, da fallen auch nochmal Gebühren an. Ja, das sind wir dann gleich bei einem großen, wichtigen Punkt. Aber erstmal so zum Aufbau, damit ihr so eine Idee habt, wie Patreon aussieht. Also das ist so die Überblicksseite. Ja, jetzt gucken wir mal, was hier... Mein Spiel habe ich ja eigentlich hier. Genau. Also, im Endeffekt ist das wie so eine kleine Social-Media-Seite, die sich daraus ergibt, weil hier habt ihr auch noch Follower stehen. Die sind mit einem gewissen Betrag, den sie selber wählen können. Das steht allen frei, erkläre ich dann gleich noch. Sind sie mit dabei? Hier ist der Betrag. All diese Werte, das kann man angeben, muss man aber nicht. Es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte den Betrag nicht zeigen. Die machen es anonym, ist auch legitim. Da steht ja halt einfach nur, dass sie pro Monat oder pro Video. Es gibt zum Beispiel auch Leute, die sagen, ich möchte das Ganze für eine gewisse Sache. Das sind wir beim Crowdfunding klassisch. Ich möchte davon zum Beispiel ein Video herstellen.
Da kann ich ja sagen, ich brauche so und so viel Geld pro Video. Ja? So. Okay, dann in der, wir haben an der Seite, sind so hier ein bisschen, ist der eine Bereich, wir haben drei Bereiche. So, das hier, dann die Mitte, da seht ihr das Video, und ja, an der Seite stehen die Tiers, das sind die Stufen, die wir den Patrons anbieten, was wir denen zurückgeben wollen. Okay, gucken wir uns mal im Detail an. Also, wir haben hier die linke Spalte, da formulieren wir unsere Ziele. Das könnt ihr, das ist ganz einfach zu machen. Ihr geht einfach in das ins Patreon rein, meldet euch dort an, formuliert die Ziele. Das ist jetzt keine große Zauberei. Die stehen hier. Ihr seht, im Gegensatz zu manch anderen Geschichten, ich habe hier massiv viel Text stehen. Ich glaube, ich habe das Ding einmal so lange auf Deutsch geschrieben, ich habe uns wirklich nackig gemacht. Das bedeutet, ich habe alles erzählt, ich habe die Probleme erzählt, die real entstehen. Nicht irgendwie, weil ich mir dachte, so typisch moderne Welt, es muss kurz und prägnant sein. Ich sage mir, ich möchte ja von den Leuten tatsächlich Geld haben in dem Moment. Und da habe ich überhaupt kein Problem, denen zu sagen, wie die Sache ist. Und wer das wirklich will, der liest sich das hier auch durch. So, denn vielleicht nur ein wichtiger Grundgedanke. Ich habe ja vorhin gesagt, unsere Fanbase ist mit uns gewachsen. Es war am Anfang so eine Frage, da möchte ich jetzt Leute erreichen, die uns monatlich 5 Euro oder 1 Dollar oder 10 Dollar, richtig cool. Ja, die wird es geben, aber das, wir brauchen so unendlich viele von denen. Das wird extrem knapp. Und dann hatte Andy irgendwann die Idee gehabt, gesagt, na Mensch mal, es gibt da draußen Leute, das kriegt man aus dem Feedback mit, die wollen uns ja unterstützen. Also die haben den liegt das richtig am Herzen, die würden gern was machen und vor allem, die haben Kohle. Das klingt jetzt irgendwie, das soll jetzt nicht böse klingen, im Gegenteil. Es ist einfach eine Realität, dass da draußen Leute sind, die einfach zu viel haben und gerne was geben würden, aber einfach nicht wissen, wie. So, und deswegen sind wir dann hier rechts in der Spalte bei den Stufen, haben wir die klassischen Angebote gemacht. Wir sind 5 Euro, oder was steht jetzt hier noch? Ja, 1 Dollar, 5 Dollar, ich glaube, dann haben wir 15 Dollar, 25 Dollar, jeweils immer mit einer Gegenleistung. Ja, dann kommt 50, früher hatten wir 75 Dollar und dann hatten wir 250 Dollar. Da denkt man sich bei 250 Dollar pro Monat, was soll das? Ja, wir hatten drei Leute, die es gemacht haben. So, drei. Das heißt, die drei allein haben uns 57 Dollar im Monat beschert und das ist halt unglaublich viel wert. Davon brauche ich irgendwie jetzt mal umgerechnet über 5. Sei es 100, ich brauche 100, ich bräuchte davon 150 andere, die mir 5 Dollar geben. Ja, so, und da hatte ich nur jetzt 3. Und das waren die krassesten Fans, das tut ihnen auch nicht weh. Der eine ist irgendwie Arzt im Supermodus, so, der macht das gern. Und er kann auch jederzeit damit abbrechen. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie, zu keinem Zeitpunkt hatten wir irgendwie das Bedürfnis, den Leuten oder wollten wir den Leuten irgendwie Geld wegnehmen. Darum ging es gar nicht. Im Gegenteil, es ging einfach nur, eine Möglichkeit zu geben, für die, die es wollen. Ja, so. Ja genau, Goals, Tiers, darüber habe ich jetzt gerade gesprochen und hier in der Mitte war halt nur der ganze Text, der ewig geht, wo ich geschrieben habe, was wir machen wollen. Das war im Endeffekt erstmal alles zum Aufbau. Hier seht ihr in dem Menü einfach nur, dass das alles kinderleicht ist. Man gibt den Namen ein, man wird bei allem beraten, was man machen soll. Hier schreibt man erstmal über die Band. Im nächsten Schritt definiert man eben diese Stufen. So, da habe ich von Tier 1, Tier 2 und das geht dann noch bis Tier 7, glaube ich. Und gibt jedes Mal eben eine Gegenleistung mit an. Also wer uns 1 Dollar im Monat gibt, dafür gibt es eine Dankesmail. Cool, dass du uns unterstützt. Bei 5 hatten wir damals schon gesagt, gibt's, wer das 12 Monate mitmacht, bekommt das Album in Digitalform. So, bei 15 ging es dann weiter, dass es die CD schon dazu gibt. Ne? Und dann bei 25 gab es dann noch Gästelistenplätze für die Konzerte. Wir haben am Anfang, wir wussten auch von nichts und das Lustige, man macht dann natürlich auch Sachen falsch. Nämlich, wir können ja mal hier, das ist jetzt im Endeffekt nur technischer Kram, in dem Moment, wo ihr euch das anschaut, wird das alles klar, um was es hier geht. Viel spannender ist, wo ich jetzt eigentlich mal hinspringen möchte, ist, was halt schief gehen kann. Vielleicht auch hier ganz kurz, das ist Seitenmenü. Ab einem gewissen Grad wird das wie so eine Social-Media-Seite, das ist wie Facebook. Ich habe hier in meinem Postbereich, kann ich dann halt eben Posts angeben, was ich den Leuten gebe. Den meisten ist es nur super wichtig, dass man irgendwie mit denen interagiert. Also die wollen wissen, was geht ab, dann kann man denen irgendwelche Berichte aus dem Studio schicken und das macht den Leuten, das interessiert die wirklich. Ja? Also wir dachten am Anfang auch so, wir waren auch total, nicht skeptisch, aber so zumindest unsicher. So, und hat dann eigentlich erst die Zeit, hat uns gezeigt, ey, man kann das machen und die Leute sind dafür dankbar. Und das ist das Wichtigste, dass keiner dabei ist, der dann irgendwie sagt, oh, das fand ich irgendwie doof, sondern jeder, der dabei ist, sagt, ey, ich finde das cool, was ihr macht. Und dann entstehen da so
Eine Symbiose aus Patreons und uns. Schön. Ja, trotzdem, ach, dann gibt es ja noch den Manager. Also alles das, was hier manchmal so diese Überblicksprobleme, das macht die Seite alles für einen. Hier sind dann halt die ganzen Patrons, dann was sie im Monat schon mal geben. Dann kann man auch sehen, was ihr Lifetime Value ist, also was sie da alles schon gegeben haben. Hier einmal mit 425 Dollar, übelst cool. Und ja, man hat halt einen sehr guten Überblick, kann sich das dann auch runterladen als Excel-Dateien. Mittlerweile macht Patreon da extrem viel, dass es für mich als Künstler sehr angenehm ist, damit zu arbeiten. Ich kann jeden einzelnen Patreon anschreiben, ich kann in der Gruppe, ich kann zum Beispiel sagen, der Post geht jetzt nur an die 25-plus-Patrons. Da kann ich denen Special-Content liefern. Das heißt, die Plattform macht vieles sehr, sehr angenehm, dass ich über die Dauer mit den Patrons interagieren kann. Was halt sehr wichtig ist, weil mein Ziel ist ja nicht nur einmal etwas zu bekommen, sondern im besten Fall eine Langzeitbeziehung zu haben. Ja? So, jetzt kommen wir zu den Pros und Cons nach 2 Jahren und Umstellung. Das Gute ist, es gab erstmal ein stetiges Einkommen. Wichtig ist ja Nebenkosten, dazu sage ich dann gleich nochmal was. Das recht bequeme Handling, was jetzt vor allem über die Jahre so entstanden ist, weil Patreon immer besser geworden ist, geben, weil sich die Plattform, ich habe sie stetige inkrementelle Verbesserung genannt, weil die Plattform hat auch vieles tun. Viel lustiger sind aber die ganzen Cons und das sind so Learnings by Doings, die man halt wirklich erst dann mitbekommt, wenn es passiert. Ich glaube, also Patreon behält sich 5% ein, was legitim ist, das sollen sie auch machen, also von den ganzen Einnahmen, die dort kommen, gehen 5% an Patreon. Jetzt dummerweise haben wir folgende Situation. Also wir haben zwar weltweit Fans, die uns in Dollar unterstützen, aber jetzt kommt das Problem, nämlich alle, die aus Deutschland kommen, die müssen ihr Geld demzufolge auch in Dollar bezahlen, weil Patreon nur in Dollar arbeitet. Das bedeutet, das ganze Geld muss umgewandelt werden in Dollar. Dafür fallen Gebühren an. So, jetzt ist das Geld dort in Dollar. Und wenn ich das Geld jetzt wieder haben möchte, per PayPal, die ich ja tatsächlich gar nicht so verkehrt, also PayPal als Zahlungsinstrument ist ganz gut, weil die nicht so hohe Gebühren haben, aber da fallen trotzdem nochmal 5% an. Das heißt, wir haben zum Schluss mindestens so, verlieren wir 15% an den Einnahmen, einfach nur an die scheiß Wechselgebühr. So, und das hat uns tatsächlich darüber nachdenken lassen, zwischendrin, wollen wir wechseln, wollen wir das alles runterziehen, weil wir hier einfach pro Monat bestimmt, ich meine, wenn hier mal kurzzeitig 3.000 Dollar im Gespräch waren, gehen da locker 300, 400 Euro Dollar drauf. Einfach nur an dieser scheiß Conversion Rate. So, und das war ganz schön nervig. Aber wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir haben gesagt, never stop a running system. So, weil hätten wir dann diese 200 Leute irgendwie auf eine andere Plattform ziehen müssen, hätten vielleicht manche dann, wären dann irgendwie abgesprungen und so, und das wollte man dann auch vermeiden. So, aber das ist ein Riesenproblem, weil ich habe auch Patreon deswegen geschrieben, habt ihr auch gefragt, na, könnte man nicht wenigstens Euro noch als Zweitwährung angeben, weil bei uns tatsächlich 70% sind halt aus Deutschland. Aber die wollen, für die ist der amerikanische Markt halt zurzeit der mit Abstand wichtigste und demzufolge bleiben die halt auch in Dollar. So, das nervt ein bisschen. Hier ist es eigentlich. So, dann, Umsatzsteuer. Ich hatte vorhin gefragt, ob das Ganze mit Rewards, also ob das Ganze so gegengerechnet werden kann. Weil in dem Moment, wo ich das genau gegenrechnen kann, ist es die Frage, ob es noch eine Spende ist. Da kommt so das deutsche Recht plötzlich zum Tragen, mit dem man sich sonst gar nicht auseinandersetzt. So, wenn die nämlich sagen, okay, ihr werdet hier gefördert mit, was weiß ich, jemand zahlt im Monat oder jemand zahlt vorweg 50 Euro, da kann es ja jetzt sein, dass das deutsche Steueramt das so versteht, okay, aber kommt dafür hier eine CD, dann noch hier ein Digipack, irgendein Vinyl dazu. Ey, das entspricht ja dem Wert. Also der Gegenwert ist ja exakt dem, was gezahlt wurde. Und plötzlich wollen die von dir 19% Mehrwertsteuer haben, die du so gar nicht hast, weil sie vorher, Patreon zieht nämlich die Steuer vorher schon ab. Also Patreon fragt schon die Leute und lässt die Mehrwertsteuer zahlen. Das bedeutet, wenn uns jemand 250 Dollar überweist, muss er 250 Dollar plus 19% eigentlich bezahlen. Das ist ganz schön heftig. Aber das sind plötzlich so Steuergeschichten, mit denen hat man sich vorher nie auseinandergesetzt und das ist immer das große Problem bei uns Musikern, dass wir sind ja Musiker, ne? Wir sind keine BWLer in erster Instanz und plötzlich kommen aber Probleme, die tatsächlich maximal BWL sind, ja, und das nervt. Wir mussten dann dem Finanzamt einzeln darlegen, dass die Beträge, die gezahlt wurden, viel zu hoch sind für die Gegenleistung und wir das demzufolge deswegen als Spende durchbekommen könnten. Also wenn die Beträge sich zu sehr matchen,
dann kann das zum Problem kommen und das Steueramt will plötzlich Geld von dir. Und ja, das hast du in dem Moment nicht, weil du nicht damit rechnest. So, Aufwand mit Goodies. Wir haben uns gedacht, ey, unsere Patrons, die kriegen T-Shirts. Und dann kriegen sie, dann haben wir noch irgendwelche anderen Patches, hat man noch verschickt an 150 Leute. An 150 Leute Patches verschicken, sind ganz schön viele Kosten. Nämlich, vor allem, wenn die weltweit hingeht, dann muss man einerseits die Patches machen lassen, dann muss man die, dann müssen die verschickt werden. So, und plötzlich kommt da alleine irgendwie 600, 700 Euro, kostet all der Spaß. Sollte man mit einplanen. Ja, hatten wir nicht. Das gleiche bei T-Shirts. Da hatten wir als erstes die Platin-Patrons, das sind die, die richtig viel geben, also die drei. Und da haben wir gesagt, ey, wir machen euch ein spezielles Platin-Patron-T-Shirt. Übrigens cool. Problem war nur, dass die Druckbude hat irgendwie Mist gebaut und wir haben, glaube ich, für jedes T-Shirt 150 Euro bezahlt. Wir haben für jedes fucking T-Shirt 150 Euro bezahlt. So. Und das tat so weh. Wurde dann später besser, aber auch Learnings. Das kann ganz schnell teuer werden. So, und überhaupt der ganze Orga-Aufwand mit Goodies, dass ich die irgendwohin verschicken muss. Learning daraus ist, bietet als Reward immer maximal immaterielle Sachen an. Bietet denen von mir aus irgendwie einen Skype-Call oder irgendwas Persönliches, aber nicht, was ihr irgendwie verschicken müsst. Spätestens ab einer gewissen Größe wird das Ganze lästig. Und man hat dann wieder mehr Aufwand, allein mit der ganzen Orga des Ganzen. So. Wie ist denn das? Ihr habt ja so ab 12 Monaten, verschickt ihr ja auch mit Download-Links und so. Ja, genau. Fischt ihr das dann händisch aus dem Backend von Patreon oder zeigt euch das Patreon automatisch an? Das ist, genau. Der große Vorteil von Patreon, das habe ich vorhin gesagt, in dem Backend, ich kann nicht in den, wie heißt das, Relationship Manager reingehen und dort kriege ich alle Patrons, kann ich mir das sortieren lassen nach allen wichtigen Faktoren. Das heißt, sonst hätte ich längst schon den Überblick verloren. Ich habe es am Anfang, hatte ich noch parallel eine Excel geführt, da war das noch nicht so gut ausgebaut, aber dann besser. Das ist ein Grund, warum ich diese Plattform, auch wenn sie mich 5% kostet, der Einnahmen, gibt sie mir so viel Lebenszeit zurück, weil ich gewisse Sachen eben nicht erst händisch machen muss, sondern die sind dort direkt schon mit drin. Darüber haben die tatsächlich schon nachgedacht. Aber ja, dieses 12-Monats-Problem, also es gibt nach wie vor noch ein blödes Problem, nämlich wenn Leute ihre Patronage nicht beenden und dann raus sind, sondern wenn die plötzlich von 25 auf 5 Dollar wechseln, dann sehe ich das leider nicht im Programm, weil das haben sie noch nicht gelöst. Und dann habe ich plötzlich das Problem, dass mir Leute schreiben, hier, ich krieg doch noch einen Gästelistenplatz. Ich so, na klar, den kriegst du. Ja stimmt, du warst ja früher 25 und jetzt 5. Wenn der raus wäre, würde ich das sehen. Ich meine, ihr seid ja jetzt in Anführungsstrichen nur 175 oder so. Ja? Ja. Aber jetzt stell mal vor, du hättest 1000 Patrons oder so. Das wäre dann möglich. Genau. Deswegen, das ist so ein Learning, was man natürlich vorher auch nicht weiß. Aber hätten wir jetzt hier zum Beispiel wie Leo Liviscaris, ich glaube, die müssen bei ihren Sachen, die werden sich schon ein paar Rewards irgendwann angepasst haben, weil es ist uns nicht mehr handelbar. Ich kann nicht die einzelnen Leute dort irgendwie mit Details haben, gerade wenn sie zwischen den Tiers hin und her wechseln, das wird verrückt. Ja, und hier, die Unterstützer kommen nicht zwingend von selbst. Ihr könnt es eigentlich, das was, Lars und Jan. Danke. Das, was Jan erzählt hat, das gilt hier genauso. Wir haben auch Werbung gemacht und waren immer so ein bisschen zerrissen, wie viel Werbung können wir denn damit machen, weil es wirkt total unauthentisch, wenn ich bei eine gesponserte Anzeige bei Facebook habe, werde unser Patreon. Da sagt jeder Zweite, na, Moment mal, das Geld ja fürs Sponsern habt ihr ja anscheinend. Was natürlich jetzt ist eine Milchmädchenrechnung, ne? Weil natürlich ist das, was ich im Zweifel dabei rauskriege, viel mehr und es lohnt sich, da zu investieren. Aber wir haben tatsächlich nur organisch das Ganze gemacht und haben halt über einen Newsletter, den ich übrigens allen empfehle, Marketing-Tool. Viele reden über Facebook und Instagram und was alles damit geht. Sammelt auf Konzerten, sammelt von allen, die ihr habt, sammelt E-Mail-Adressen, weil die habt ihr sicher. Bei Facebook, das kann ganz schnell irgendwelche Änderungen geben und erreicht jetzt die Leute nicht, die euch eigentlich folgen. So, das ist nur nervig. E-Mail, gut, es werden immer noch welche geben, die es vielleicht nicht interessiert dann, aber eure Conversion Rate dort ist viel besser. Also immer, wenn wir irgendwie nochmal ein Newsletter rausschicken, wissen wir von vornherein, dann gehen die, wenn wir was ankündigen, dann kann ich danach in den Verkäufen sehen, das geht nach oben. Ja, bei Patreon-Werbung, bei Facebook-Werbung ist es komplizierter. Ich merke das hier bei ihrem Bandcamp, die schicken ja auch immer so Mails raus, wenn was Neues kommt. Ja. Und dann, es geht dann ja, hoch, schön. Also, ne? Weil das,
ist aber über Facebook, da kommt überhaupt nichts mehr. Das Facebook ist dahingehend ein bisschen tot, aus meiner Sicht. Also der Newsfeed, das funktioniert nicht mehr für Künstler, maximal noch gesponsert, organisch ganz schwierig. Viel mehr geht da, auf Instagram ist noch ein bisschen besser, aber je mehr natürlich dort aktiv sind, desto mehr wird das auch gefiltert. Man lebt einfach in einem Markt, wo alles aufeinander trennt und zum Schluss geht es um eure Aufmerksamkeit. Ja, das ist ja das große Problem eines Künstlers, wie erreiche ich die Leute? Ne? Und da bin ich komplett bei Jan, was dieses klassische ist, es geht am Anfang nicht anders. Man muss es den Leuten erzählen und wenn ich mit 10 Leuten gesprochen habe, wenn es einem gefällt, cool, wieder was erreicht. Ne? So ist dann dieser klassische Markt, da wird man nicht drum rumkommen. Ne? Bei uns war es jetzt so, wir hatten halt das Glück, dass von früher schon was da war. Wiederum war ja auch das Problem ein höheres, denn wir, wenn man das Ganze professionell betreiben möchte, hatte ich euch ja vorhin im Beispiel kurz klar gemacht, brauche ich einfach mehr Geld, weil ich kann gewisse Sachen nicht mehr an Teilzeit stemmen. Das geht vielleicht als junger Mensch noch, aber ab einem gewissen Alter, wenn ich, solange ich für mich selber sorgen kann, alles cool, da kann ich auch darben, da habe ich kein Problem mit. Aber angenommen, ich habe jetzt Familie, was ja völlig legitim ist, dann habe ich plötzlich Verantwortung für jemand anderen und dann kann ich halt nicht mehr sagen, ja, okay, ich mache das jetzt hier für die Liebe und die Luft. So, das funktioniert dann nicht mehr ganz und da brauche ich Einnahmen. Und deswegen finde ich dieses, also uns hat Patreon eigentlich dadurch, nur dass es die Plattform gibt, hat uns das eigentlich ermöglicht, dass wir jetzt nochmal das Album machen konnten, dass wir jetzt gucken, dass wir uns neu positionieren können und da jetzt vielleicht nochmal ein ordentlicher Schub kommt. Wie schon gesagt, wir sind Nische, keiner von uns wird reich werden, aber wir können wenigstens im besten Falle überleben und vielleicht kann ich irgendwann auf einen Teilzeitjob gehen, das wäre auch schon was, würde mir reichen. Aber ja, das wäre ohne die Plattform halt nicht möglich. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass es das Ding gibt. Und empfehle euch auch, ja, ich bin durch, empfehle euch auch, wenn ihr irgendwie über Crowdfunding nachdenkt, geht vielleicht den nächsten Schritt, schaut mal auf Patreon, auf Steady und versucht euch da eine Crowd aufzubauen. Ja? Hast du jetzt bei Steady nur den Vorteil gesehen, dass die Transferkosten entfallen? Ja, Steady ist halt, der große Vorteil ist, es ist halt in Euro möglich. Also ich habe jetzt noch nicht nach, weil das braucht sich dann nicht, wir sind ja auf Patreon, aber großes Ding ist, es ist, ist auch ein Euro, aber was ich festgestellt habe, es ist mehr so für Redakteure in Deutschland. Und für Deutschland, also mit Amerikaner oder so, die kommen sogar gar nicht drauf. Ja. Und das ist nämlich noch ein wichtiger Faktor, warum zum Beispiel diese eine Geschichte mit PayPal oder dass jemand das nur auf seine eigene Seite macht, Patreon schenkt Vertrauen. Das ist ja wie bei Kickstarter. Ich bin auf einer neutralen Plattform und wenn sie nicht gerade pleite geht, habe ich dort so einen neutralen Vermittler. Das fühlt sich seriöser an, als wenn ich jemanden einfach blind auf eine Kontonummer irgendwelches Geld überweise. Das fühlt sich einfach nicht so richtig gut an. Das ist für ganz viele Leute wichtig. Es gibt immer noch den neutralen Vermittler, der dann im Endeffekt das Ganze glaubwürdiger macht. Und Glaubwürdigkeit ist ja gerade, wenn es um Geld geht, ein äußerst wichtiges Kriterium. Deswegen sind da die namhaften Vertreter dieser Plattform schon Gold wert. Ne? Ich würde noch eine Frage machen und muss mit 8 Uhr los, oder ist kurz vor 8? Ja, alles gut, ich habe noch, ich muss erst 15 los. 33, ich muss noch mit dem Rad dann schnell zum Zug düsen. Jetzt hierher habe ich mich verfahren, ich wollte veralbert. Da hieß die Augustinerstraße und die hieß aber erst ab der Kreuzung Augustiner. Und ich gucke so, folge so den Schildern und da war keine Augustinerstraße. Ja, Augustusstraße. August, wer sich nicht verfährt, wie lange vor mit dem Fahrrad von hier? 17 Minuten. Ach, Küchwein, oder? Ja, also ich denke mal so 20 Minuten. Alles gut. Du hast eine Frage? Ja, meine Frage, also ich habe, also Mayfair ist mir erstmal einen Sinn geschossen, aber ich habe immer gedacht, für Musik ist es nicht so geeignet, als anderes, weil für YouTuber ist natürlich klar, die sagen dann, wir hauen jede Woche ein Video raus und ihr kriegt das und das und das. Wie hoch ist denn die Frequenz von Gegenleistungen, die ihr dann bringt? Kannst du selber bestimmen. Also wir haben zum Beispiel, was wir an immateriellen Geschichten angeboten haben, war zum Beispiel ein Q&A, so, wo wir so eine Gruppenschalte gemacht haben und da konnte jeder, der halt, was ist, ich glaube 25 oder 15 plus war das dann, jeder, der mindestens $15 im Monat zahlt, konnte dann einmal im Monat, hatten wir einfach ein Q&A zum Stand des Albums gemacht und haben dann auch Sachen gezeigt, die so natürlich exklusiv waren. Und das ist immer, zieht immer ganz super. Also so exklusiven Content. Demos. Demo, ja, mitunter auch. Bist du Patreon, oder? Was?
Bist du Patreon? Nee, aber ich habe da ganz gut einen Blick. Ah, sehr gut. Sehr gut, okay. Ja, also man kann im Endeffekt den Immateriellen zu jeder Zeit was liefern. Bei den tatsächlich, ach ja, das ist auch ganz geil. Die meisten Leute wollen gar nicht mehr. Wir leben in einer Welt, in der du normalerweise zugebombt wirst. Wir haben, wenn wir zum Beispiel dieses Q&A angeboten haben, da waren dafür 70 Leute, hätten mitmachen können. Ich habe das mitunter mit 5 bis maximal 10 Leuten geführt. Das war der Normalfall. Und der Rest kam einfach nur, macht euer Ding. Es ist mehr, also man bietet etwas an, ein paar nehmen es an, viele ist es einfach egal, gerade so bei den kleinen Beträgen. Da habe ich das Gefühl, ich habe den Leuten manchmal hinterhergeschrieben, dass es noch was gibt. Und da kriege ich nach 3 Monaten die Antwort, ja, alles cool, mach's ruhig weiter, ist total toll. Das ist übrigens nur meine Spam-E-Mail hier, die lese ich gar nicht auf. Ja, super. Das ist aber ganz häufig der Fall. Also ich habe daraus eher mitgenommen, dass ich mich gefragt habe, tatsächlich, ich arbeite an der Uni und ich habe gerade so eine Promotionsidee dahingehend, dass ich frage, ob es Preise gibt, wo es den Leuten einfach egal ist, wo die das Geld einfach geben und macht mal und dass sie gar nicht so richtig drauf achten, was damit passiert. Weil es ja beim, da kann man auch Netflix nachdenken, so wie viele haben Netflix und gucken gar nicht und haben einfach nur das Abo, was halt die ganze Zeit weiterläuft. So. Aber es stört halt einfach nicht. Und so habe ich manchmal tatsächlich das Gefühl bei manchen Patrons, dass ich renne den hinterher, versuche den irgendwie von der Sache zu informieren, zum Beispiel Gästelistenplätze oder so. Und dann kommt er danach, ah ja, ich habe die Mails, es macht ruhig, ja, ist okay. Total verrückt. Ja. Eine ganz kurze Frage, aber Upgrades, wenn man den jetzt nicht aufschloss, habe ich gehört. Ich sag's auch jedem. Es gab mal in der Vergangenheit da Künstler bei Patreon, die gesagt haben, ja, ich wachse da ein Upgrade auf. Also von den 5 Dollar auf die 15 Dollar ein Upgrade machen oder so. Und hat das in den Videos speziell angesprochen, sollte man einfach nicht verlangen. Ja, das finde ich, also damit, das Einzige, was wir gemacht haben, als wir die Kampagne umgestellt haben, von der albumbezogenen auf eine generelle Band-Support-Geschichte, haben wir eher das Ganze downgraded. Das heißt, wir haben die ganz hohen Beträge haben wir runtergefahren, weil wir gesagt haben, wir sind dann von 75 auf 50 und von 250 auf 150 zurück, weil wir jetzt gesagt haben, ey, das geht einfach nicht mehr. Also selbst wenn ihr das gerne macht, wir können euch das nicht liefern in der Form. Ich weiß gar nicht unsere Gegenleistung, die wir euch noch anbieten sollen. Außer, dass wir nach dem Konzert essen gehen und was weiß ich, dass ihr im Album mit drin steht. Ja, das ist ja alles ganz cool, aber das war dann einfach nicht mehr möglich. So, und da haben wir es eher runtergenommen. So, und haben den Leuten gesagt, immer, ey, wenn ihr Bock habt, macht so lange ihr wollt. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt nicht mehr oder euch passt was nicht, schreibt uns, weil wir können ja dann darauf reagieren. Ne? Und da haben wir bis jetzt, ich glaube, uns sind über die 2 Jahre irgendwie, lass das vielleicht 30, 40 Leute, die wieder abgesprungen sind. Also wir haben, glaube ich, insgesamt Patreons waren so 230, jetzt sind wir bei 150, da waren doch ein paar mehr. Aber es gibt so einen Exit-Call. Das heißt, die werden immer noch mal gefragt, warum sie gehen. Und bei den meisten war es dann immer noch so, hey, mach bitte weiter, bei mir hat sich noch gerade die Lebenssituation geändert, geht nicht mehr. So, und also da ist keiner irgendwie bisher negativ aufgefallen, der von uns irgendwas, der bei uns irgendwas negativ ist. Ja. Also ich motiviere euch, macht das, weil die Leute da draußen, wenn es euch denn gefällt, gebt ihnen die Möglichkeit. Weißt du, ob das geil ist? Ich habe ja alle möglichen Tiers, ne? Ihr könnt das ja selber bestimmen. Ihr müsst das nicht 1, 5 und 10. Ihr könnt auch 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro. Ist jetzt nicht. Aber solange die Leute die Möglichkeit haben, ist es ja ihre freie Entscheidung, ne? Was ich unterstützen möchte. Wie viel? Ich würde mal die letzte Frage jetzt nehmen. Okay. Was fast für ein Zeitvolumen? Für dich pro Woche oder pro Jahr? Ah, das ist eine gute Frage. Wer für die Betreuung der ganzen Sache nutzt? Es kommt immer auf die Schulzeiten an. Wie schon gesagt, als ich das mit den Rewards, also das falsch gemacht hatten, da musste man plötzlich ganz schön viel Zeit aufwenden. Also dann ist im Lager getroffen, haben die ganzen einzelnen T-Shirts. Das war eine Arbeit, ein Hickhack. Oder, ach ja, ich habe den Masterbug gemacht. Ich habe am Anfang beim Eintragen nicht direkt nach den Adressen fragen lassen. Das heißt, ich bin dann 150 Leuten wegen ihrer Adresse hinterhergerannt. Das war richtig lustig. Dafür kann man Zeit verschwenden. Wenn ihr das richtig installiert, ist das auch tatsächlich alles recht smooth. Also es kommt auf die Rewards an, wie viel Zeit da drin steckt. Ne? Und wenn ihr die Rewards alle immateriell und digital lasst, dann kannst du das ziemlich gut einrichten. Ne? Also auf was konntest du es jetzt optimieren? Oder machst du jetzt schon eine Weile?
ich sage mal, in der Woche sitze ich vielleicht eine Stunde dran mittlerweile. Ja. Ne? Das ist, und beziehungsweise jetzt musste ich, hatte ich mal wieder ein bisschen mehr zu tun, weil wir die Gästelisten raussuchen mussten und da nochmal alle angeschrieben. Und vor allem die, die nicht mehr bei Patreon sind, musste man nochmal die externen E-Mail-Adressen raussuchen und denen dann dazu geschrieben. Das war ein bisschen Arbeit. Aber man lernt dann, man kann das optimieren. Also es ist auf alle Fälle überschaubar und ja, das, es frisst einen nicht auf. Ne? Ja. Das Wichtigste. Vielen Dank. Gerne.